Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr eure eigene Loot-Route herausfinden könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr hier einen Kommentar für den Algorithmus da lasst. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch direkt mal, wie das Ganze funktioniert. Man kann natürlich sich seine Loot-Route aus den eigenen Erfahrungen heraussuchen. Das heißt, wenn man weiß, wo ungefähr Kisten sind, kann man sich das natürlich raussuchen. Allerdings wird das Ganze um einiges erleichtert, wenn man sich dafür eine Website zur Hilfe nimmt, die mittlerweile auch schon relativ bekannt ist. Und zwar ist das die Loot.info beziehungsweise mittlerweile ja Fortnite.gg. An der Seite könnt ihr dann hier einmal alle Spawns einstellen. Der Rest interessiert uns erstmal nicht. Könnt ihr das einstellen, was ihr wollt. Das heißt, falls euch beispielsweise diese Noms nicht interessieren oder falls euch interessiert, wo Kokosnüsse und so sind, könnt ihr das natürlich anstellen beziehungsweise ausstellen. Und so hat man jetzt einen ganz genauen Überblick, wo irgendwelche Rotation-Gegenstände sind, wo Rifts und so weiter sind. Und dadurch hat man einen sehr, sehr guten Überblick über die gesamte Map. Man kann zum Beispiel dann erkennen, wo auch Tunnels sind. Das heißt, man sieht hier beispielsweise, dass hier ein Tunnel nach da drüben ist und so weiter. Und dadurch kann man sich natürlich Rotations ganz gut planen. Und eine sehr, sehr neues Feature hierbei ist, wenn man auf der rechten Seite auf Draw on Map klickt und dann hier auf Draw a Path klickt, dann kann man tatsächlich auf einen Startpunkt klicken. Beispielsweise, wenn ich jetzt meine Classic Solo Loot Route nehme, starte die Loot Route hier, dann gehe ich im Prinzip da lang und dann steht hier immer genau, wie viele Sekunden man dafür braucht, eben halt ausgerechnet über die Strecke. Und dann könnt ihr eben halt hier so alle Kisten, die ihr meistens auf einer Loot-Route habt, abgehen und im Prinzip euch so die ganze Loot-Route anmalen und eben halt schauen, wie ihr das Ganze am schnellsten gehen könnt. Natürlich braucht ihr in der Wirklichkeit immer etwas länger, weil ihr normalerweise eben halt dann auch noch zwischendurch irgendwelche Sachen fahren, beispielsweise Holz abbaut und so weiter. Das wird natürlich hier nicht einberechnet. Allerdings habt ihr so einen groben Überblick zumindest schon mal, wie lange ihr so für die Loot-Route braucht. Beispielsweise wäre das jetzt so ungefähr meine Loot-Route relativ quer verteilt durchs Haus einmal durchgehen, gehe ich ja meistens raus, so weiter. Und wenn ihr dann so ungefähr an einem Punkt angekommen seid, wo dann einigermaßen fertig mit der Loot-Route seid, dann könnt ihr einfach einmal draufklicken, so, und dann auf Finish klicken und dann wird euch die Loot-Route hier einmal komplett angezeigt und so könnt ihr es dann eben mal schon sehen. Ihr könnt auch hier das Ganze einmal saven und das Ganze dann beispielsweise auch mit anderen Leuten teilen und hier habt ihr auf jeden Fall einen guten Überblick, wie ihr dann eure Loot-Route machen könnt. Beispielsweise könnt ihr dann auch hier eure Rotations dann danach planen. Das heißt, ihr könnt dann sagen, geht von hier aus dann weiter und möchte zu Fuß bis nach beispielsweise hier Stark Industries. Könnt sehen, es dauert eine Minute dann und wisst dann auf jeden Fall, wie früh ihr dann losgehen müsst, um so etwas beispielsweise zu erreichen. Ist auf jeden Fall sehr praktisch und jetzt werde ich euch als nächstes einmal zeigen, worauf ihr achten solltet, wenn ihr eine Loot-Route plant. Bei einer Loot-Route sind natürlich die Kisten, gerade bei der 50% Chestspawn Rate, sehr, sehr wichtig. Das heißt, ihr braucht wirklich eine gute Anzahl an Kisten. Beispielsweise habe ich hier auf meiner Loot-Route insgesamt schon 4 Kisten hier wirklich in sehr, sehr kurzer Zeit nebeneinander sind. Das heißt, ich habe garantierten Loot eigentlich. Außerdem ist hier auch noch ein Floor-Loot-Spawn drin. Der Floor-Loot-Spawn ist allerdings meistens irrelevant, weil da meistens so oder so keine Waffe liegt. Das heißt aber, selbst wenn eben halt nur eine von den 4 Kisten hier spawnen sollte, habe ich immerhin noch eine Waffe, was auf jeden Fall schon einen relativ guten Safe dann gibt. Notfalls kann ich da hinten auch noch mal reingehen, mir eine Waffe holen und von den 5 Kisten spawnen mindestens immer eine. Das heißt, man hat mindestens immer eine Waffe. Und in dem Haus hier drinnen braucht man eben halt häufig deutlich länger zum Looten, wodurch ich dann eben halt von hier aus die Möglichkeit habe, den zu pushen, weil ich weiß eigentlich, dass ich immer besseren Loot haben werde als er. Und dadurch habe ich sozusagen immer schon die Vorhand. Notfalls kann ich auch einfach übers Wasser hier escapen. Das ist eigentlich auch immer relativ praktisch, wenn man an seinem Loot-Spot sozusagen eine Möglichkeit hat, wie man ganz einfach disengagen kann. Zusätzlich dazu habe ich von hier aus natürlich auch den Überblick über den ganzen See. Das heißt, ich kann sehen, ob dort Gegner sind, ob auf den beiden Inseln hier oder irgendwo auf den Ufern hier Gegner noch sind. Ich kann sehen, ob vielleicht von hier aus noch jemand kommt, denn dort landen häufig auch nochmal Gegner. Gerade die von hier beispielsweise mit den Rifts dann escapen, die gehen dann meistens auch nach dort und von dort aus habe ich sozusagen sehr, sehr guten Überblick davon. Was auch immer sehr, sehr praktisch bei einem Loot-Spot ist, gibt es natürlich auch in vielen anderen Städten, beispielsweise bei Stark Industries wäre so ein Spot, wenn man hier oben dann irgendwo ist, dann hat man immer einen Überblick, wo sind hier die ganzen Gegner auf diesem ganzen Feld verteilt. Ist immer sehr praktisch, wenn man so etwas hat. Außerdem beispielsweise bei Stark Industries kann man auch immer sehr, sehr gut hier escapen. Und natürlich auch ein wichtiger Punkt nach der Loot-Route ist, nachdem man jetzt seinen ganzen Loot gesammelt hat, ist natürlich, dass man möglichst viele Mets farmt. Hier wäre es beispielsweise durch die Steine und durchs Wood hier gegeben. Im Teil wird dann etwas schwieriger, passt aber auch, weil man es meistens später durch die Runde dann farmt. Und ich nehme dann hier eigentlich meistens den Jump runter ins Wasser und kann dadurch Rift benutzen.
bin dadurch komplett free, wo ich hin rotieren will. Und das ist eigentlich auch immer sehr, sehr praktisch, wenn man wirklich viele Rotation-Gegenstände hat, die immer safe spawnen, so etwas wie Autos, so etwas wie die ganzen Ziplines natürlich und natürlich Rifts logischerweise. Beispielsweise auch eine gute Loot-Route, die man immer nehmen kann, ist hier unten an dieser Tankstelle. Dort hat man nämlich zwei Kisten. Ist jetzt vom reinen Loot her nicht ganz gut. Dafür hat man natürlich im Ausgleich sehr, sehr viele Waffen. Zusätzlich hat man einmal hier diese Noms, dann hat man noch eine Icebox und man hat noch drei von diesen Shieldfässern, was dann auch sehr praktisch ist, weil man dadurch diese garantierten 30 Shields zumindest mal hat. Man hat fast immer einen Fisch dabei und man hat eben halt immer hier zumindest ein paar Heal-Items, was dann auch ganz praktisch ist. Und man hat dann immer noch einen Rift und solche Konstanten gerade in dieser Season sind extrem, extrem wichtig. Das heißt, man kann sich immer nicht nur auf Kisten, auf Lore-Loot-Spawns fokussieren und hoffen, dass dort alle Spawns sind. Gerade wenn man eben halt solche festen Sachen hat, wie zum Beispiel ein Rift, wodurch man zumindest notfalls nochmal mehr Zeit hat zum Looten und eben halt sich nicht so sehr auf die Rotation konzentrieren muss. Ein Boot, womit dann vielleicht schneller in die Zone kommt oder beispielsweise dann auch die Stark-Kisten, die hier in Doom's Domain und Stark Industry spawnen. Dadurch hat man natürlich auch so eine feste Konstante, denn die spawnen natürlich auch immer, genauso natürlich hier der Tresor. Rein theoretisch könnte ich nämlich auch von meinem Landing-Spot hier dann nach unten, nach Stark Industries weiter rotieren, hier den Loot nochmal aus dem hier aus dem Tresor mitnehmen und habe dadurch sozusagen auch nochmal eine weitere Konstante, wodurch ich konstanteren Loot bekomme. Natürlich, umso mehr Floor-Loot-Spawns, umso mehr Kisten man auf seinem Weg hat, desto konstanter wird natürlich die Loot-Route, wenn man natürlich mit einer größeren Wahrscheinlichkeit gute Waffen daraus finden kann. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Teil, denn wenn man beispielsweise nur auf eine einzelne Kiste jobbt, die dann schon nicht spawnt, danach vielleicht noch ein paar weitere Floor-Loot-Spawns sind, wie zum Beispiel an diesem Spot, wo man dann nur eine Kiste hat, ein paar Floor-Loot-Spawns und dann hier pushen will, dann ist das Ganze natürlich relativ riskant und dann ist es einfach besser, wenn man wirklich viele einzelne Kisten auf seine Loot-Route hat. Beispielsweise auch hier dieses Gebäude, es hat so viele Floor-Loot-Spawns, das auch häufig sehr, sehr praktisch ist für denjenigen, der hier jobbt. Allerdings hat man nur zwei Kisten, wodurch man hier häufig nicht so wirklich viel Shield bekommen kann, wodurch man relativ leicht dann von hier aus auch das Ganze pushen kann und das ist dann auch ein großer Vorteil, den ich auf meiner Loot-Route gegenüber den anderen Spielern habe. Ammo-Boxes sind natürlich auch immer ein sehr, sehr essentieller Punkt auf seiner Loot-Route, denn wenn man davon viel hat, ist es gerade in FNCS sehr, sehr praktisch. Das waren so die ganzen Tipps und Tricks, die ich euch auf jeden Fall dafür geben kann. Und wenn ihr eine eigene Loot-Route plant, ich hoffe, euch hat das Video natürlich gefallen. Wenn es sein sollte, lasst gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.